Zurück in Cottbus, zurück zur zweiten Halbzeit im DFB-Pokal. Energie, wie auch der HSV, unverändert. Die Gäste von der Elbe, ganz in Weiß, von links nach rechts. Cottbus in Rot geht in diese zweite Halbzeit. Und es stellt sich die Frage, wie lange kann Cottbus das Spiel der ersten Halbzeit halten? Wie lange reichen die Kräfte aus, um mit diesem recht großen Spielanteil den Hamburgern natürlich auch das Fußballspiel aus der Hand zu nehmen? Für Sie alle ist das eine große Erfahrung heute in der Lausitz. Die Bilanz spricht für den HSV, wenn auch knapp. 5 Unentschieden, 4 Hamburger Siege, 3 Cottbuser Siege. Außerhalb der Bundesliga hat man sich nie gesehen, kein Pokalspiel. Und in der zweiten Liga ja sowieso nicht, da der HSV dort nie vertreten war. Abschluss von Pavela. Insofern also das erste Pokalspiel zwischen Hamburg und Cottbus. Makarenko, fair vom Ball getrennt. Pavela, Tempo nicht mitnehmen können. Damit kann die Hamburger Verteidigung doch recht schnell die Situation entschärfen. Einwurf Hamburg, Wechsel bei Cottbus, Tim Kleindienst geht raus und es kommt Poschbech, ein Mann, der letzte Saison in Prag gespielt hat. Lasogga in die Arme von Kevin Müller. Der Kopf von Lasogga war es, der Hamburg in der Bundesliga gehalten hat. Müller. Diekmeyer, viel Platz für Nikolai Müller gegen Mimbala. Nikolai Müller, Van der Vaart, Klasse von Kevin Müller, nachgesetzt von Berami, Vorteil Cottbus. Müller vertritt den Stammkeeper Renault momentan sehr gut, aber jetzt Ivo Iličević mit dem langen Ball. Iličević, Eckstoß für Hamburg. Das war der gute Ball von Nikolai Müller und dann ist es ein abgefälschter Ball von Iličević. Nächste Ecke, Diekmeyer. Kopfball von Lasogga verpasst. Einwurf Energie. Stunde gespielt im Stadion der Freundschaft. Und weiter hält Cottbus sich wacker gegen den Bundesligisten. Van der Vaart, Lasogga, schöne Kombination. Raphael Van der Vaart, Nikolai Müller, klasse durchgelassen. Müller, Van der Vaart. Und wieder ist Cottbus Torwart Müller dazwischen. Macht ein unglaubliches Spiel hier im DFB-Pokal. Zeigt sich unglaublich stark. Wenngleich natürlich die Abschlüsse der Hamburger auch noch nicht ganz fordernd sind. Immer wieder vielleicht zu sehr auf den Mann im Cottbuser Tor. Aber trotzdem, diese Bälle muss man erstmal halten und das macht Kevin Müller ausgezeichnet. Ihm ist es zu verdanken, dass Energie nach wie vor die Chance hat hier auf die Überraschung. Pavela. Iličević nimmt den Vorteil mit. Milan Badej rechts. Müller. Lasogga stand nicht im Abseits. Die Flanke für Van der Vaart.
Missverständnis von Van der Vaart und Nicolai Müller. Der HSV ja immerhin in der letzten Saison im Viertelfinale. Das war vielleicht auch das Beste, was die Hamburger zu bieten hatten. Siege gegen Fürth, gegen Köln und in der ersten Runde in Jena. Dann kamen die Bayern und da war der HSV zu Hause im Volkspark ohne Chance. 0-5 verloren. Und ab da an begann eigentlich das große Drama in Hamburg. Bis dahin hielt die Hoffnung an, dass der HSV die Kurve kriegt. Aber die Kurve kam nicht. Und am Ende war es die Schwäche der anderen, die Schwäche der Braunschweiger, die Schwäche der Nürnberger, die den HSV in der Liga gehalten haben. 2 Punkte mehr als Cottbus. Und das war mit 25 Punkten Tabellenletzter. Und auch dort hätten die 27 nicht zu mehr gereicht. Es zeigt, wie viel Glück, wie viel unglaubliches Glück dieser HSV hatte in der letzten Saison. Es soll alles besser werden. Und heute gegen Cottbus wollte man anfangen. Nächste Woche startet die Liga auswärts in Köln. Am zweiten Spieltag kommt Paderborn. Die Aufsteiger zu Beginn. Es gibt die ersten Optimisten in Hamburg, die sagen, wenn das nicht 2 Siege zum Anfang werden, dann ist der HSV nicht mehr zu retten. Ganz so kann ich das natürlich nicht unterschreiben. Auch gegen die Aufsteiger, gerade gegen Köln, das sich große Ziele gesetzt hat, muss man erstmal gewinnen. Paderborn spielt eine Saison für mich gegen den Abstieg. Alles andere wäre eine Überraschung für Paderborn, aber auch das muss Hamburg erstmal machen. Lasogga, jetzt vielleicht. Lasogga, da ist das Tor für Hamburg. Ball. Kevin Müller in den Abstauber lässt und es macht wieder der Mann, der das letzte Tor für den HSV erzielt hat in Fürth. Er eröffnet die Offensivsaison für den HSV 10 Minuten vor Schluss in Cottbus im Stadion der Freundschaft. Dann doch noch und es scheint, als gelinge der Neustart für die Hamburger heute etwas besser als für Cottbus. Letztes Jahr Cottbus in der zweiten Runde, sind in Hoffenheim gescheitert. Die erste Runde haben sie als Favorit in Magdeburg gewonnen. Der Verein, der in dieser Saison alle überrascht hat mit dem Sieg gegen Augsburg. Da kommt der nächste Ball. Mimbala klärt. Und ist es wieder mal Lasogga, der den HSV rettet, der sie vor der Blamage, vor der Peinlichkeit einer Verlängerung hier rettet. Ist es mal wieder der Mann, der allemal sein Geld wert war, ihn in Hamburg zu halten, war sicherlich die für die Fans größte Sache. Schließlich ist er der Mann, der den Dino am Leben gehalten hat. Freistoß für Hamburg. Abseits, richtig erkannt. Die Fans in Cottbus feiern diesen Montagabend, an dem sich Energie nicht blamiert hat, keine Sensation vermutlich mehr schaffen wird und trotzdem haben sie sich klasse gezeigt. Und jetzt kommt das erste Pflichtspiel für Zoltán Stieber beim HSV. Letztes Jahr stand er auf der anderen Seite, da stand er im Ronhof ihm gegenüber und hat um den Aufstieg gekämpft. Jetzt spielt er bei dem Verein, der die Relegation am Ende gewonnen hat ohne einen Sieg und spielt Bundesliga, kommt links für Ivo Iličić. Ledgerwood gegen Lasogga, Mörle und Mimbala. Es ist sicherlich ein Kompliment, wenn der Bundesligist beim Drittligisten nur in Anführungsstrichen 1-0 gewinnt. Das zeigt, dass Cottbus etwas gemacht hat und doch wird es aller Voraussicht nach das Auswerden für die Lausitzer in der ersten Runde des Pokals. Das bedeutet, ihnen bleibt die dritte Liga, ihnen bleibt der Kampf zurück in die zweite Bundesliga.
damit diese Station nur ein Ausrutscher ist. Dieses eine Jahr dritte Liga, oder kommt doch noch was? Parvela auf einmal im Strafraum, abgeblockt. Die Chance für Cottbus, vielleicht die letzte in diesem Spiel für die Gastgeber. 9 Jahre höchste Spielklasse in Deutschland, 6 Jahre Bundesliga. Das heißt auch 6-mal gegen den HSV im Volkspark, 6-mal kam der HSV hier ins Stadion der Freundschaft. Das letzte Spiel hat der HSV gewonnen. Davor hat Cottbus, wie erwähnt, 3-mal die Hamburger besiegt. Heute kommt der 5. Sieg für den HSV, der erste im Pokal. Van der Vaart nochmal für Hamburg. Bade, Behrami, und das war's in Cottbus. 1:0 gewinnt der HSV durch das Tor von ihm, von Pierre-Michel Lasogga, der Mann, der das Tor im Ronhof gemacht hat, köpft den HSV in die zweite Runde im Pokal. Und das heißt, dass der Neustart in Hamburg heute zumindest geglückt ist. Nächste Woche geht es dann in der Bundesliga los beim Auswärtsspiel im Müngersdorfer Stadion in Köln. Zunächst haben sie sich die Peinlichkeit, nach der Blamagensaison auch noch in Cottbus zu scheitern, erspart, und Energie scheitert am HSV. Es ist unterm Strich verdient. Der HSV hatte mehr Chancen. Kevin Müller hat lange die Null halten können für Cottbus. Dann kam das Gegentor und danach wurde klar, Hamburg verdient weiter. Die Neuzugänge Behrami, Müller noch nicht ganz so präsent. Zeigt aber auch, dass sich das Ganze zu einer Einheit zusammengeformt hat, bei der nicht unbedingt die ganz großen Spieler herausragen. Das kann sicherlich das Prinzip sein beim HSV, der heute gewinnt. Die zweite Runde kann warten. Vielleicht ein Heimspiel und vielleicht der Start in eine bessere Saison als im letzten Jahr. Es kann ja fast nur besser werden für den HSV. Trotzdem Respekt an Cottbus. Wir wünschen alles Glück, alles Spielerische in der kommenden Saison, dass die dritte Liga für diesen doch relativ traditionsreichen Verein, auch wenn die ganz große Zeit in der Bundesliga hier in Cottbus nun nicht dabei war. Trotzdem wünschen wir diesem Bundesligisten eine Besserung, dass er die Rückkehr schafft. Man kann solchen Vereinen nur die Daumen drücken. Am Ende soll der aufsteigen, der besser ist. Aber Cottbus gehört für mich dazu. Und die Absteiger sind ja ohnehin oben dabei. Das war's im Stadion der Freundschaft. Der HSV gewinnt Runde 2. Wir sagen Tschüss aus Cottbus. Bis zum nächsten Mal im Pokal. Tschüss aus dem Stadion der Freundschaft aus Cottbus.